Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Setup Sven mit dem Smart Trend Indikator. Wie immer mit Marc Pötter. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder mit uns hier die Veranstaltung macht. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie hier live dabei sind. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Und wir schauen uns mal den Risikohinweis an. Wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Insbesondere, weil wir heute ja auch der Indikator ja auch durchaus Signale generiert, müssen Sie trotzdem Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und ja, dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung oder Lageberatung verstehen, auch wenn der Markt vielleicht heute die eine oder andere Position eröffnet im Live-Trading beziehungsweise hier im Webinar. Gut, dann, lieber Marc, kriegst du jetzt den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, viel Spaß und ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Perfekt, danke dir, Nelson. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mich noch ganz kurz vorstellen für welche, die noch neu hier sind. Marc Pötter, mein Name, seit 13 Jahren Trader und Investor. Auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma mit einem netten kleinen Team Smart Markets, wo wir vorwiegend Daytrading betreiben, auch so Handelsindikationen entwickeln und Handelssysteme. Auf der anderen Seite liegen über 90% meiner Altersvorsorge langfristig in Aktien. Deswegen sind das so die beiden Bereiche, die mich stark interessieren. Ich bin Diplomkaufmann und zertifizierter Investmentanalyst. Und wer Lust hat, mich mal kennenzulernen, ich bin auch auf der Invest in Stuttgart. Lauf da rum. Also von da, wenn der eine oder andere da ist, gerne mal Bescheid sagen oder vorbeikommen. Ganz kurz zu dem Smart Trendiker, den ich anwende. Der ist nicht von FXTrends, weil da mal Nachfragen kommen, sondern der ist von uns programmiert entwickelt. Den könnt ihr aber kostenfrei einsetzen über den Link hier unten. Ich poste den auch nochmal hier in den Chat gleich. Also könnt ihr einfach dann formlos anfordern. So, wir wollen auch mal direkt einsteigen, weil das ist ja gerade das Interessante. Ja, jetzt natürlich gerade, wo die Volatilität etwas angestiegen ist, der Smart Trend Indikator ist genau das natürlich, was er braucht. Deswegen heißt ja auch Trendindikator. Das heißt, wir brauchen natürlich immer einen Trend, der irgendwo vorliegend ist. Na, aber hier sehen wir es im Prinzip sehr, sehr schön, dass genau die Phasen, wo wir längere Abschwünge haben, die nimmt er halt voll mit einem engen Risiko. Das ist genau das, wo der Indikator sich wohlfühlt. Ja, hier, das ist ja eher was, wo der Indikator sich nicht so wohlfühlt. Aber da hat man auch gesagt, dass wir das eigentlich dann ganz sehr gut abfangen können. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Dafür braucht er eigentlich nur zwei gleitende Durchschnitte, das ist ganz simpel, um das so ein bisschen rauszufiltern. Einmal den 21er hier und einmal den 55er. Machen das mal in eine andere Farbe rein. So, und jetzt im Prinzip sehen wir ja hier schon, das ist eigentlich immer so die Indikation, haben wir einen Trend, haben wir keinen Trend. Hier sehen wir, dass die gleitenden Durchschnitte, dass die fast seitwärts gehen und dass die vor allen Dingen sich auch so permanent kreuzen. Wir sehen es hier, der Durchschnitt, der läuft so, der andere Durchschnitt, der läuft so, die kreuzen sich. Das ist exakt die Definition, wo wir wissen, dass wir da keinen Trend haben. Dann sind auch die Einstiege mit dem Smart Trend Indikator logischerweise mit Vorsicht zu genießen, weil es ein Trendindikator ist und er bringt uns nur was, wenn wir einen Trend haben. Was anderes dann hier, wir sehen es, wo wir auch hier schon, wo die deutlich auseinandergehen, das ist genau das, wo wir auch dann hier dann Short reingehen können. Beide Indikatoren zeigen nach unten und das ist exakt das, was uns interessiert. Auch hier, wenn wir sehen, die Indikatoren, die sind nicht seitwärts, die zeigen komplett nach unten. Das sind genau die Trendphasen, die wir mit so einem Indikator haben wollen und die wir auch brauchen. So, wir gucken mal weiter. Das ist jetzt der Nasdaq hier. Im Dow Jones sieht es aber ähnlich aus. Die Aktienmärkte laufen ja auch von der Volatilität ungefähr ähnlich. DAX läuft, wie ich finde, aktuell von der Volatilität her nicht so gut. Also deswegen ist auch so, dass ich mich tatsächlich auch vormittags jetzt mehr auf die amerikanischen Märkte konzentriere, als ich das sonst im Prinzip tue. Sonst bin ich oder grundsätzlich eigentlich seit über 12 Jahren ein ganz großer DAX-Freund. Aber wenn wir das halt mal sehen hier von der Vola, gestern zum Beispiel auch, also dieses einfach nur seitwärts hin und her gehen oder auch hier vormittags, das ist beste Handelszeit. Und man sieht ja, das ist einfach nur in so einer Seitwärtsphase, ja, das sind 35 Punkte, geht es halt rauf und runter, rauf und runter.
Also das macht es natürlich schwierig, da irgendwo mit einem Trendeinstieg, oder ich persönlich handle ja auch tendenziell mit einem höheren CRV, ne, wie man das jetzt hier unten auch sehr schön sehen kann, dass die Verlierer in der Regel kleiner sind als halt die Gewinner, die ich mache. Und dafür sind sich solche Phasen schädlich. Ne, also von daher, ich brauche natürlich da eher Trendphasen. Und auch gestern hier, ne, wo wir im Nasdaq einen riesen Abschwung haben, hatten wir zwar auch ein bisschen was gehabt im DAX, aber das sind 120 Punkte. Normalerweise sind 120 Punkte sind etwas, was wir halt so relativ wenig haben. So, gucken wir weiter. So, gucken wir jetzt erstmal im Nasdaq rein hier, was wir hier haben, da, ne, die erste, der übergeordnete Trend. So. Gucken wir jetzt mal, also übergeordnete Trend ist entsprechend Short. Ich denke, das können wir relativ einfach sehen. Wir haben hier unsere Tiefpunkte, wir haben hier unsere Hochpunkte. Und wir sehen auch hier, dass hier diese die Tiefs, dass die immer etwas tiefer werden. Das ist ja für uns interessant, dass wir uns im übergeordneten Trend, im Abwärtstrend befinden. Ja, auch hier natürlich relativ eindeutig, dass der Markt fallen möchte. Also von daher für mich tendenziell, dass wir auch gleich gucken wollen, dass wir in die Short-Richtung reinkommen. Ne, manchmal halt, dann legt der Markt so ein bisschen eine Verschnaufspause aus. Wir sehen auch dann, ne, dass es hier so leicht angestiegen ist, aber dann wurde es halt dann doch wieder entsprechend abverkauft. Hat natürlich aktuell auch etwas damit zu tun, dass wir sehen können, dass natürlich der Nahostkonflikt, also immer natürlich, obwohl man auch sagt, politische Börsen haben kurze Beine, also sollte langfristig machen tendenziell die politischen Konflikte nicht so viel aus, aber kurzfristig, mittelfristig können die etwas ausmachen, und das ist hier natürlich etwas, gerade wenn die Märkte gut gelaufen sind, wo auch da mal wieder Rücksetzer kommen können. Ne? Und wir wollen ja im 5 Minuten oder im 1 Minuten Bereich handeln, und da ist es dann tendenziell so, dass wir uns die letzten Tage anschauen wollen, die letzte Woche, und da sind wir definitiv short orientiert. Wir zoomen mal ein bisschen weiter und können noch mal eben auf den Dow Jones zurückblicken. Ja, hier sieht die Lage gar nicht mal so schlecht aus. Also auch natürlich hier die Anfangszeit, also hier 12.04., 15.04., also das ist hier der Montag. Letzte Woche, da ging es runter. Diese Woche sind wir eigentlich hier seitwärts. Vor allen Dingen, wir sehen auch hier haben wir gar nicht das tiefere Tief. Und ich zeige das nochmal. So kann man es ein bisschen besser sehen, denke ich. Hier haben wir gar nicht das tiefere Tief, sondern hier macht er ein höheres Tief. Ne, ganz interessant, aber hier macht er ein tieferes Hoch. Das heißt, hier sind wir im Prinzip in so einem Art zulaufenden Dreieck drin. Ich zeige das mal eben. Wo haben wir hier da ist die Trendlinie. Ja, im Prinzip so grob sind wir im Prinzip in dem Markt drin. Also das heißt, hier sind wir noch so ein bisschen richtungslos. Ja, und das ist auch dann halt typisch, dass der Markt auch dann irgendwohin ausbricht. Ne? Gerade wenn die Vola niedrig wird, irgendwann gibt es dann einen Ausbruch. Und da müssen wir im Prinzip jetzt gleich mal schauen. Also vom Dow Jones her bin ich nicht so negativ gestimmt, wie jetzt im Nasdaq, wo das Chartbild anders aussieht. Das kommt auch daher einfach, weil der Dow Jones ist auch anders aufgebaut. Ne? Also da muss man wissen, der Dow Jones, der ist nicht kapitalgewichtet, sondern im Dow Jones ist es so, wenn die Aktie A, die steht meinetwegen bei $50 und hat meinetwegen eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden, und die Aktie B, Aktie B, die steht meinetwegen bei $25 und hat eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden, dann ist das im Dow Jones so, dass tatsächlich die Gewichtung im Index, die wäre dann hier meinetwegen 5%,
und hier nur 2,5. Ja, in jedem Kapitalgewichtenindex wäre es ja so, dass hier oben die Aktie mit den 10 Milliarden, die dürfte ja eigentlich nur ein Zehntel haben von den 100 Milliarden. Ja, aber das ist dadurch, dass der Dow Jones ein alter Index ist, geht er tatsächlich nur nach dem Aktienkurs. Ja, der Aktienkurs ist hier 50, hier 25, deswegen hat die obere Aktie das doppelte Gewicht. Ja, und von daher läuft auch der Dow Jones deutlich anders, als wir das zum Beispiel sehen bei einem Nasdaq. Ja, und deswegen, also jetzt von daher kann das schon immer sein, dass das ein kleines bisschen sich anders verhält, als wir das so von den Kapitalmarktgewichtsindizes sehen, wie das beim S&P 500 ist oder beim DAX ist oder halt auch bei einem Nasdaq ist. Wir gehen mal zurück hier zum Nasdaq. Wir haben jetzt gleich 15:30 Uhr, 15:26 Uhr aktuell. Wollen hier noch mal ein bisschen reinzoomen. Wir sind jetzt aktuell noch im Prinzip stark seitwärts. Ich will jetzt erstmal die Markteröffnung abwarten. Und dann schauen wir mal, wie sich der Markt weiterentwickeln wird. Natürlich, wenn wir hier ein bisschen mehr Schwung reinbekommen, wie es gestern zum Beispiel war. Ja, perfekt. Vorteil aber hier bei dem Indikator, ihr könnt ja im Nachhinein die Handelssignale ganz genau sehen. Ja, und letzten Endes ist es beim Trading auch immer wichtig, dass man halt selber mit den Sachen, die man nutzt, zurechtkommt. Ja, nicht umsonst handeln ja sehr, sehr viele Trader auch sehr unterschiedlich. Und 2:20 Minuten haben wir noch, die wollen wir eben mal abwarten. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung es gehen könnte. So, 1,5 Minuten noch. Mal eben nochmal hier im übergeordneten Bild vom Stundenchart her. Da noch so die relevante Unterstützung irgendwo haben, die wollen wir uns mal eben einzeichnen. Aber das sind schon mal Punkte, wo natürlich so ein Kurs sehr gut drehen kann. Haben wir hier unten was? Na, und natürlich auch. So, ne, dass wir die drin haben, das sind ja hier diese beiden Tiefs relevanter. Da ist er nämlich dann gestern sehr schön abgeprallt. So, dann wird das Tief, das will ich noch mit reinnehmen. So, dass wir einfach da noch ein bisschen den größeren Blick haben. Gehen wieder auf die 5 Minuten zurück. So, 25 Sekunden und dann bin ich mal gespannt. Also Frage kommt noch, was ist wichtiger, der Einstieg oder der Ausstieg? Meines Erachtens der Ausstieg. Also tatsächlich ist das auch meines Erachtens das Schwierigste, weil vom Einstieg her haben wir sowohl von dem Indikator, aber auch von diversen anderen Strategien, haben wir relativ klare Einstiegssignale. Und letzten Endes, ob man, oder zumindest in meinem Fall ist das so, ob ich gutes Geld verdiene oder ob ich Verluste mache, kommen daher, ob ich es schaffe, die guten Trades laufen zu lassen oder nicht. Also von daher wäre meine Antwort darauf eher der Ausstieg. Natürlich, wenn der Einstieg immer direkt falsch wäre, dann
dann wäre das etwas anderes. Aber sagen wir mal, man hat viele, viele Trades, die irgendwo gut anlaufen, die ein bisschen weiterlaufen. Ne? Und dann ist mal die Frage, wie viel Gewinne lässt man wieder abgeben, weil man zum Beispiel mit einem nachgezogenen Stop arbeitet. Ne? Deswegen arbeite ich damit eher weniger. Ich arbeite mit einem Take-Profit, damit, wenn er auch eine gewisse Marke anläuft, dass ich dann auch den Gewinn mitnehmen kann. So, es geht los, 15:30. Wie wir sehen, sehen wir noch gar nicht mal viel. Also Volatilität geht noch nicht wirklich rauf. Wir können parallel auch noch mal hier im Dow Jones schauen. Da will ich ein bisschen weiter reinzoomen. Hier sind wir eher long orientiert. Bleiben wir jetzt mal beim Nasdaq. Also Frage kommt, was bedeutet hier links oben aus? Das ist der Chart Trader. Hier kann ich einstellen, ob ich halt ordern will. Und zwar macht er halt Folgendes, dass der mir automatisiert die richtige Menge ausrechnet für ein prozentuales Risiko. Das zeige ich gleich, wenn wir gleich eine Order setzen, dann nutze ich den sowieso. So, Markt wird erstmal abverkauft. Hier ganz, ganz interessant, dass der Dow Jones komplett gegenläufig, der Preis steigt im Gegensatz hier zum Nasdaq. Also die Tech-Werte führen schon ein Eigenleben, kann man sagen. Interessant für mich wäre jetzt im Prinzip folgendes Szenario, was wir auf der einen Seite sehen, dass er halt hier die Unterstützung, dass er die durchbricht, aber nicht nur ein bisschen, sondern das wäre ganz gut, wenn wir da deutsch durchgehen würden, weil wir dann mit einem Rücksetzer und dann auch mit einem Wechsel wieder von grün auf rot mit dem Indikator Short einsteigen könnten. Ja, sonst im Prinzip, wenn der Kurs hier nur leicht runtergeht, steigt, ja, dann kann es halt auch passieren. Das ist auch typisch, selbst in einem Abwärtstrend, dass wir dann das tiefe Tief halt haben, Indikation für Short, aber es halt erstmal wieder gut nach oben geht, um dann später vielleicht zu fallen. Das weiß man, dann nie so genau. Ne? Oder aber halt, wie gesagt, was ich gerade sagte, wenn wir hier drunter gehen, leicht drunter gehen, dann würde ich sogar schauen, ob wir nicht sogar long reinkommen, ne? Weil dann häufig auch erstmal der Abverkauf fertig ist und es erstmal wieder ein bisschen in die andere Richtung geht. Aber das müssen wir gleich mal schauen. Ich möchte immer ganz gern erstmal eine Indikation haben vom Markt, in welche Richtung kann es gehen. Grundsätzlich wäre ich auch davon ausgegangen, dass wir bei der Markt auf einen Short reingehen. Mache ich aber grundsätzlich nicht, weil tatsächlich, welche Orders bei der Markteröffnung ausgeführt werden, das ist ein Gambling. Also das kann man nicht mit einer, oder zumindest meines Erachtens nicht mit einer guten Wahrscheinlichkeit sagen. Also es ist dann wirklich einfach eine Annahme. Und ich möchte gerade ein Setup handeln, wo ich halt weiß, dass ich zumindest von der Trefferquote höher bin als jetzt der Zufall. Das ist jetzt hier der Cash-Index. Das ist hier der US-Tech, also das ist der Cash-Index. Ist aber meines Erachtens, ob Future oder halt Cash-Index, zweitrangig, weil der Future ist ja nur der aufgezinste Kassamarkt. Das heißt also, die Marktbewegung, die Kerzen, ja, die sind im Regelfall identisch. Ist also eher nur, dass wir halt hier auf der rechten Seite einen etwas anderen Kurs stehen haben. Aber meines Erachtens, wenn du den
den Kassamarkt handeln kannst, kannst du den Future handeln. Wenn du den Future handeln kannst, dann kannst du halt auch den Kassamarkt handeln, weil das kann man nachweisen. Das mussten wir sowohl in der Analystenausbildung als auch in der Uni permanent ausrechnen. Wie ist der, wenn der Kassakurs so und so ist und das Zinsniveau ist so, wie ist der Future-Preis? Also das sind Formeln, die man nachweisen kann und die auch, wenn man greift oder wenn sie nicht gültig wären, hättest du eine Arbitrage-Möglichkeit. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Jetzt sind wir nämlich hier an dem Tief dran. Jetzt geht er durch und jetzt wäre ganz schön, wenn wir hier auch noch mal etwas weiter durchgehen würden. Gucken, was der Dow Jones sagt. Ja, der hat auch schon mal gedreht. So, jetzt gehen wir nämlich deutlich drunter, das ist schon mal ganz gut. Die Großen sind auch alle jetzt im Minus gestartet: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet. Alle leicht hinten. Das glaube ich sofort, ja. Tesla wieder mit -3% aktuell. Ja, Tesla, die haben ja auch wirklich schlechte Zahlen gebracht, sind auch, glaube ich, von diversen Banken mittlerweile runtergestuft worden. Und haben auch Stellenabbau angekündigt. Ja. 10%, meine ich, haben sie gesagt, so als Hausnummer, ne? Ja, Also global. genau, ne, korrekt. War, glaube ich, betragsmäßig um die 14.000 global. Aber auf jeden Fall freut mich das, dass wir jetzt hier auch mal wieder im Vergleich zu den letzten Wochen, dass die Vola doch schön angestiegen ist. Das ist natürlich schon mal etwas, wo wir deutlich besser handeln können. Oder ich zumindest, wie gesagt, dadurch, dass ich mit einem höheren CRV handle. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt kommt ja hier die nächste Unterstützung, die wir aus der Vergangenheit ja eben hatten. Ja, das ist im Prinzip hier unten. Sorry, das ist hier das Tief hier. Also die ganz relevante wäre dann noch eins weiter. Aber hier könnten wir auch erstmal jetzt drehen. Dow Jones davon unbeeindruckt, interessant.
So, mal gucken jetzt, ne? Aber hieran kann man im Prinzip schön sehen, dass es schon Sinn macht, sich diese alten Unterstützungen einzuzeichnen oder auch nach oben in die alten Widerstände. Man fragt sich, ob man das sofort kaufen muss. Also im Regelfall geht es nicht so punktgenau meines Erachtens, na, dass er reinpiekst und sofort rumdreht, aber man sieht häufig auch, dass ein Kurs da erstmal anhält oder mit dieser Marke kämpfen muss. Und von daher ist das ganz interessant, dass man diese alten Marken da auch drin hat. Ja, grundsätzlich möchte ich jetzt schon hier Short rein. Ne? Wir haben, wie gesagt, das deutlich tiefere Tief, also dass da ja doch also auch viele bereit sind, für einen deutlich niedrigen Kurs zu verkaufen. Genau das heißt es ja. Und von daher gehe ich auch davon aus, ne, was man jetzt nicht so genau weiß, wie weit geht da hoch, aber wenn wir noch ein bisschen nach oben korrigieren, dann würde ich auch probieren, beim nächsten Rutsch nach unten irgendwo Short reinzukommen. Jetzt hier auf den Indikator zu warten, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Das wird ein bisschen dauern, bis der wieder auf grün stellt, um dann wieder in die Farbe zu wechseln. Ne, aber das ist dann eigentlich ja die Signale, wenn wir so einen starken Abverkauf sehen, dass es dann häufig so ist. Ja, leider nicht immer. Das weiß man ja nicht, aber dass es halt häufig so ist, dass wenn wir im Abwärtstrend sind und es geht so runter, dann das zurückgeht, um dann wieder Schwung zu holen und es weitergeht. Ne. Und da sind wir jetzt meines Erachtens wahrscheinlich drin in dieser Welle nach oben. Und dann geht es auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit weiter runter. Also das sind einfach Sachen, wenn ich so einen starken Ausbruch sehe, dann möchte ich auch in die Richtung, gerade wenn es auch passt mit dem übergeordneten Trend, was wir uns eben angeschaut haben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier dran geht, das wäre eigentlich eine interessante Marke. Also eigentlich so der Klassiker, ja, Unterstützung wird gebrochen. Kurs geht deutsch durch, kommt zurück und dann wird ja die Unterstützung zu einem Widerstand. Das wäre das, was ich, wo ich hier definitiv jetzt gleich Short reingehen möchte. Also Frage kommt, ob der Indikator nach einer Abwärtsbewegung zwischendurch erst grün werden soll, um dann wieder rot zu werden. Das wäre das, was ich im Prinzip normalerweise handeln würde, wenn wir halt nicht so einen starken Trend hätten. Exakt, ja, dass der sich also erstmal wieder im Prinzip ausruht, ein bisschen nach oben geht und dann wieder, wenn die Farbe wechselt, dass ich dann Short rein möchte. In dem Moment, wo wir hier diesen sehr, sehr starken Abverkauf haben, da ist es wirklich häufig so, dass eigentlich nochmal eine weitere Welle kommt. Ja, und die möchte ich jetzt natürlich frühzeitig nutzen. Sonst hast du absolut recht, ist das ganz genau so, wie ich den Indikator sonst handle. Also, dass ich eigentlich erstmal so einen Farbwechsel abwarte. Ne, also, wenn wir jetzt mal das hier nehmen, dass er hochkommt, wird grün. Kommt dann wieder runter und wird dann hier rot. Und dann würde ich entsprechend hier Short einsteigen mit der nächsten Welle. Ne, so ist das eigentlich dann gedacht, richtig. So, hier sehen wir, 0,5% Risiko pro Trade ist im Chart Trader eingestellt. Das passt. Und dann kann ich dann eigentlich sogar schon auf Pending Order einstellen. Also ich stelle sogar auf Marktorder ein. Ich möchte jetzt gerne einsteigen, wenn er hier oben gegenkommt, also die Linie, die wir uns gerade eingezeichnet haben. Das ist ja hier das alte Tief, wo durchgebrochen ist. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen höher kommt. Ja, 14 Punkte brauchen wir noch.
Mal eben aus, damit ich das hier verschieben kann. So sieht man es besser. Na, weil es dann so, wenn er jetzt auf einen Klick steht, dann ist tatsächlich so, wenn ich hier hinklicke, wo der Stop-Loss hin soll, in dem Moment verkauft er. Entsprechend muss man dann natürlich aufpassen. Also wenn das hier grün ist, dann sollte man nicht das Chart verschieben oder so, weil da natürlich die Order ausgelöst wird. Stop-Loss würde ich hier von den Anfang, vom Anfang von der Short-Bewegung setzen. Und wenn er hier drüber geht, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er halt weiter hochgeht. Dann möchte ich da raus sein. Aber Überlegung ist ja, dass er typischerweise bei der 54 abprallen sollte. Ja, aber erstmal hinkommen. Beziehungsweise, dann machen wir es anders. Ich dachte, komm ein bisschen schneller hoch, dann setzen wir eine Pending Order. Ah, jetzt. Moment. Ein bisschen hoch, komm. Und ich bin drin. Jetzt am besten dann den direkt wieder aussetzen. Ja, und das, was er halt jetzt macht, ist Folgendes, dass er jetzt diese Strecke hier, diese Strecke, das wird auf 0,5% Risiko gesetzt. Na, und das ist der große Vorteil, dass ich also hier dann nicht selber rechnen muss, na, sondern er hält das immer ein, weil ich möchte gerade, egal wie weit mein Stop-Loss ist, ich möchte immer das gleiche Risiko handeln. Na, schade, dass das jetzt noch ein bisschen weit drüber ist. Hätte er ein bisschen schneller machen können, dann hätte man da am besten Einstieg. Aber das ist was, was ich im Vorfeld nicht weiß. Er ist genau an der Marke, die ich haben will. Stop ist gesetzt. Na, und jetzt kann ich nämlich auch dann hier den Take Profit nach unten ziehen. Gucken einmal, ob das vom Risiko hier oben passt. Ja, 240. So, und jetzt ist er sowieso erstmal so gesetzt. Jetzt kann ich auch in aller Ruhe mal gucken. Ja, würde auch mal tippen, wie gesagt, wenn er hier unten drunter kommt, im Abwärtstrend typischerweise, dass er hier ein tiefes Tief macht. Das wäre dann ungefähr 2R, also quasi das Doppelte vom Risiko, was ich hier einnehmen kann. Ich werde das noch ein bisschen wegziehen. Wir müssen aber definitiv hier aufpassen, wenn er hier hingehen sollte, weil da haben wir auch typischerweise zwei Dinge, die der Kurs machen kann. Dass wenn er hier unten hinläuft, dass er entweder kurz hier und dann wieder rauf geht. Das wäre halt Möglichkeit 1. Oder aber, dass er tatsächlich runterkommt und dann einmal durchkracht. Deswegen setze ich den Take Profit weg. Aber grundsätzlich Ziel ist eigentlich das tiefere Tief. Ja, also wird weggesetzt nur deswegen, wenn wir Glück haben und er kommt runter und würde halt durchbrechen, dass ich halt dann nicht direkt mit dem, in Anführungszeichen, kleineren Gewinn raus bin, sondern dass er halt dann entsprechend weiter fallen kann. Aber erstmal gucken, ob er überhaupt hinkommt. Das ist ja jetzt, dass wir uns jetzt über das beste Szenario unterhalten. Erstmal muss er jetzt überhaupt fallen. Aber grundsätzlich, ne, sind das die Einstiege, gerade wenn wir so einen starken Abverkauf haben, ne, wo es normalerweise gleich in die nächste Welle weitergehen sollte. Ja, und aber dadurch, dass ich das halt im Einzeltrade nie weiß, und der Einzeltrade ist halt immer, ob der gut geht oder nicht, eine 50-50-Chance. Deswegen halt handle ich mit dem Chart-Trader, damit ich immer das gleiche Risiko habe. Ja, weil ich leider keine Ahnung habe, ob ein Trade läuft. Also gibt es auch bei mir kein besseres Setup oder ein schlechteres Setup, sondern ich handle nur die Setups, wo ich sage, die machen für mich Sinn. Ne? Und dann ist es halt die Quote, die man da braucht, dass es entsprechend gut laufen kann. Aber jetzt aktuell steigt er erstmal gut. Dow Jones macht wenig, okay. Aber wir sind noch im Markt. Das ist das, was zählt. Chance ist da. Ja, und jetzt warten wir da mal ab, wie weit es geht. Mal, was der DAX macht. Aber man sieht hier, ne, Bald da bewegt sich etwas. Gold. Ah, zwei. Zumindest der Ja, Future.
Naja, auch die wurde ja schön auseinandergegangen. Sind wir auch langfristig auf dem Allzeithoch? Ja, kann man eben hier die Wo-Punkte rausnehmen. Ja, und da mal, dass wir hier eine Stunde und so nicht haben wollen. Perfekt. Ja. Also Gold wieder relativ schön angezogen. Ah, jetzt hier aufwärts und Seiten, kleine Seitwärtsphase, aber auch da sieht man, ne, langfristig Gold eine gute Sache und vor allem auch jetzt natürlich mit der Fantasie der Zinssenkung. Ja, Gold bringt ja keine Zins, das heißt, Gold wird natürlich umso interessanter, umso niedriger so die Zukunftsperspektive ist für das Zinsniveau. Also von daher, ne, das ist auch interessant. Aber auch hier seht ihr, in dem Moment, wenn wir einen Trend haben, ne, auch hier der Indikator im längerfristigen Bereich einsetzbar. Also da einfach mal reinschauen und halt gucken, ne, ob das was für euch ist, ob ihr damit auch ordentlich handeln könnt. So, wir gehen jetzt mal zurück. Wird DAX, ja, immer noch hier so Seitwärtsphase. Das sind halt nicht so die Marktbewegungen, die mir persönlich Spaß machen. Und deswegen sagte ich ja eben, konzentriere ich mich tatsächlich eher da auf die Amerikaner. So, Nasdaq jetzt geht schon mal zur Münzrichtung Einstieg. Das sieht schon mal ein kleines bisschen besser aus. Dow Jones eigentlich seit Markteröffnung auch eher seitwärts. Können wir noch nicht viel mit anfangen. Was wir uns auch mal anschauen können, wenn wir Fibonacci drauflegen auf die Abwärtsbewegung hier, das ist ganz interessant, denke ich. Ja, da haben wir nämlich dann auch die 118%, ne, was ich auch sehr gerne handle. Das sind also die beiden typischen Sachen, dass ich einen Trendindikator gerne haben möchte. Dafür haben wir den Smart Trend programmiert. Ansonsten für Übertreibung, Untertreibung, Fibonacci, was ich auch schon in diversen Webinaren mal zeigen könnte. Ja, und da ist dann natürlich ganz interessant, 118 haben wir den Abpraller gehabt, was auch übereinstimmte mit der alten Unterstützung. Auf der anderen Seite halt hier unten, ne, dann die 138, nächste starke Unterstützung. Also tatsächlich, wenn er hier nochmal so drunter gehen sollte, das wäre dann etwas, wo ich auch neben der Gewinnmitnahme für diesen Trade, wenn er denn runterläuft, dann aber auch probieren würde, tatsächlich wieder long reinzukommen, weil das haben wir halt auch häufig, wie wir es ja gestern auch sehen konnten, ne, nach so einem starken Abverkauf. Typischerweise gibt es ja dann eine Korrektur. Das heißt ja nicht, wenn die Märkte fallen, dass sie am Stück durchfallen, sondern häufig, ne, die typische Abwärtstrend, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und das kann man dann an solchen Punkten dann häufig ganz, ganz gut probieren, wenn man dann gegen den Trend einsteigen möchte. Ansonsten Euro-Dollar ist ja auch im Prinzip ganz gut abverkauft worden hier, wie man im Prinzip schön sieht. Also das wäre jetzt hier quasi so das klassische Setup, jetzt hier im Stundenchart, ne, von einem Timer, was du eben gefragt hast. Also wenn wir hier im Abwärtstrend sind, ne, und wir sehen dann, dass der Kurs wieder ansteigt, dann würden wir halt darauf warten, dass der Indikator seine Farbe wechselt. Also wäre der Einstieg dann hier mit Öffnung der Kerze Short gewesen, ne, und Stop-Loss dann hier über das Hoch. Ne, das wäre zum Beispiel das typische Setup gewesen, dass wir in so einen Abwärtstrend reinkommen und das mit Hilfe des Indikators zum Beispiel nutzen können. Wichtig ist halt immer, dass egal welchen Indikator ihr nutzt, und das ist bei dem Indikator nicht anders, das ist keine Gelddruckmaschine leider. Das heißt also, wir können nicht einfach blind sagen, wir gehen immer long, wenn der Indikator grün ist, wir gehen immer short, wenn der Indikator rot ist, sondern wir müssen das immer, wie bei jedem anderen Indikator auch, immer in den Kontext setzen, unsere Chartanalyse natürlich vollumfänglich machen mit übergeordneten Trend und dergleichen oder wie ihr das halt auch sonst macht oder welche anderen Sachen ihr auch da sonst mit einfließen lasst. Was ich halt schön finde, dass man wiederum einen ganz klaren Einstiegspunkt hat, wenn man diesen Indikator nutzt. Ja, und das finde ich halt immer interessant. Ich sagte ja eben, beim Ausstieg ist es meines Erachtens nicht so einfach, weil man da natürlich länger laufen lassen kann. Aber gerade für den Einstieg haben wir immer sehr gute Signale, die man definitiv dann auch duplizieren kann.
Wir waren gerade eben auch schon ein bisschen positiv. Jetzt noch mal weiter. Ah, es ist ja schon mal gut, dass er rumgedreht hat. Stop-Loss nachziehen. Da kommt die Frage, werde ich dann, wenn er hier unten hinkommt, also wenn er hier quasi die Kerze hier mal kurz vor dem Tief ist, also bei 404, da wird es sich entscheiden, ob er drunter geht oder nicht. Und das ist der Punkt, wo ich dann den Stop-Loss auf Einstieg nachziehe und dann sollte halt auch entsprechend laufen. Aber dafür muss er erstmal runterkommen. Geben wir dafür ein bisschen Zeit. Wechseln nochmal zurück, Dow Jones. Na, hier sieht es sogar anders aus. Jetzt kommt der Ausbruch hier aus diesem zulaufenden Dreieck. Heißt aber, wie gesagt, nicht, dass der Nasdaq tatsächlich auch deswegen steigen muss. Das haben wir jetzt häufiger gesehen, dass sie tatsächlich auch dann mal gegeneinander laufen können. Nochmal vom Setup hier, ne? Wenn du long rein willst, das wäre jetzt nicht im Prinzip mein Einstieg, den ich hier hätte nehmen wollen, aber ja, das ist ja, also dafür muss man sich im Vorfeld entscheiden, will man eher long handeln, eher short handeln, gerade halt, wenn wir jetzt keinen ganz klaren Trend haben. Aber auch hier wäre es dann halt so, dass man, ne, wenn wir hier irgendwo starten, dass man dann abwartet, sagt, okay, hier kommt die graue Kerze mit Farbwechsel, wäre dann hier gewesen, da Long-Einstieg mit Stop-Loss hier drunter oder aber hier drunter. Ne, einfach und sowas einfach gerne mal üben. Und dann halt mal gucken, wie ihr damit klarkommt. So, wir wechseln hierzu. Hier sind wir investiert. Aber das ist wirklich ein Einstieg, den ich tatsächlich immer nehmen möchte. Ja, also das sind eigentlich für mich Marktbewegungen, die ich gerne habe, also wo ich auch sage, da macht das im Prinzip Spaß zu handeln. Also das ist immer schön, wenn wir halt, wenn die Vola schön ansteigt, ist in eine Richtung durchprescht und dass man dann mit dem Rücksetzer so in die nächste Welle reinkommen kann. Das sind Setups, die im Regelfall gut funktionieren und vor allen Dingen halt auch, ja, und das ist der Grund, weswegen ich mit dem Rücksetzer gerne einsteige, zeige ich nochmal. Selbstverständlich könnte man auch Folgendes machen, wenn wir die Abwärtsbewegung haben. Natürlich kann man auch dann sagen, wenn der Kurs durchgeht, macht das tiefere Tief, dass ich dann hier Short einsteige. Ja, tendenziell sollte ja der Kurs auch dieses Tief dann halt dann weiter abverkaufen. Aber ich bräuchte dann natürlich den Stop-Loss hier oben drüber. Das heißt, ich habe dann natürlich hier dieses Risiko. Und das ist der Grund, weswegen ich persönlich ganz gerne mit dem Rücksetzer einsteige, weil ich das Risiko dann senken kann. Das heißt, in dem Moment, wenn er hier hochkommt, und ich kann hier irgendwo einsteigen und er wird dann fallen, dann habe ich natürlich nur das Risiko von hier. Das ist natürlich bei mir immer ein halbes Prozent, aber dann habe ich natürlich hier bei den 0,5% Risiko, habe ich eine höhere Menge, als wenn ich halt hier einsteige. Und das ist halt für mich interessant. Deswegen ist es halt häufig, dass ich da den Rücksetzer ganz gerne abwarte. Damit ihr das nachvollziehen könnt, aus welchem Grund mache ich das überhaupt so. Lustigerweise sind die Unternehmensdaten, die jetzt diese Woche rauskamen, relativ gut. Also auch gerade die Bankdaten von Goldman Sachs und man sagt immer so, dass die Banken ja sehr, sehr zyklisches Geschäft haben, weil die ja dann auch entsprechend Kredite vergeben. Also dann, das heißt daran am Geld verleihen, Geld verdienen. Sie verleihen natürlich dann am meisten Geld, wenn es der Wirtschaft gut geht, wenn die Aufträge da sind. Oder aber wenn sie halt ein Wertpapiergeschäft haben, dann verdienen sie dann gut, wenn die Börsen halt stark steigen und auch die steigen tendenziell dann, wenn es der Wirtschaft gut geht. Also von daher, eigentlich war da so von den Unternehmen her eine ganz gute Indikation, ne, aber man sieht gerade so kurzfristige Konflikte, die können schon dazu führen, dass ein Abverkauf stattfindet und halt auch in dem Moment,
wenn die Ölpreise steigen, ja, was ich zum Beispiel heute Morgen wieder sehen konnte an der Tankstelle, dass in dem Moment natürlich, wird immer noch sehr, sehr, oder wir haben immer noch einen sehr starken Ölverbrauch in der Welt. Und dementsprechend, wenn da Rohstoffe teurer werden, das hemmt natürlich auch irgendwo die Industrie, beziehungsweise das lässt Preise steigen. Und dann hat man halt wiederum das im Hinterkopf, dass wenn die Preise steigen, heißt ja, dass die Inflation steigen kann. Und das ist ja das, wo die Märkte gerade sehr stark drauf gucken. Wird die Fed dieses Jahr die Zinsen 2-, 3-mal senken oder nicht? Aktuell sieht es ja nicht so aus, dass sie tatsächlich so häufig senken wird. Ja, und wann sie senken wird, ist meines Erachtens jetzt auch noch nicht so klar. Weißt du, was da deine Meinung, Nelson, zu den Zinssenkungen? Wann gehst du davon aus? Fängt die Fed an? Ja, wirklich sehr schwierig. Also wenn man bedenkt, dass Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres noch von 7,6 gesprochen wurde für dieses Jahr und mittlerweile schon unter 2 eingepreist ist. Und gestern war es sogar, die Fed Fund Futures haben 11,1% angezeigt, dass dieses Jahr gar nichts passiert. Also auch da sind die Marktteilnehmer, werden preisen da immer mehr ein. Und wenn man denkt, dass man auch mit der Präsidentschaftswahl dieses Jahr sich eigentlich nicht einmischen möchte. Sehr schwierige Lage für Jerome Powell und die FED-Mitglieder, da die richtige Entscheidung zu treffen. Aber Stand heute, die Daten sprechen momentan nicht dafür. Ja, genau. Also die letzten Zahlen, die waren einfach zu hoch. Da waren sie noch nicht auf dem Zielkorridor, den sie haben möchten. Und da bin ich bei dir. Also ich würde jetzt auch mit dem Paul dieses Jahr nicht tauschen wollen als Notenbanker. Das Ja, stimmt, der ne? kriegt von Gerade. allen Seiten kriegt der Druck. Ja. Also ja, jetzt hat er vorgestern, hat er die Erwartungen ja auch wieder ein bisschen zurückgeschraubt, dass die Fed doch ganz gut auch mit oder länger mit diesen Zinsen auch leben kann, mit dieser aktuellen Zinslage und dann weiterhin data dependent sind. Ja, man kann sich natürlich ändern. Also bis Juli und so im September, wo die ersten Zinssenkungen tatsächlich eingepreist werden. Jetzt Stand heute sind ja auch noch kommen ja noch ein paar Wirtschaftsdaten. Da kann sich das Blatt ja wieder ändern. Sehe ich momentan, ich persönlich nicht, aber wer bin ich da schon, dass der Trend da ja komplett jetzt umdreht. Aber ja, schwierig. Ich glaube eher, dass die anderen Zentralbanken noch vor der FED aktiv werden. Ja, also da denke ich immer, dass da die EZB da immer Sorge hat. Also ich hab, glaube ich, noch nicht gesehen, dass die mal Vorreiter waren, aber wahrscheinlich spielst du eher auf die anderen Notenbanken an, dass vielleicht so eine englische Notenbank vorzieht oder so. Ja, die Bank of England ist ein Kandidat, aber die EZB durchaus, dann letzte Pressekonferenz mit Lagarde, da hat sie ja tatsächlich schon angedeutet, dass man da FED unabhängig entscheiden möchte, ja, möchte und was man tatsächlich am Ende macht, kann ja unterschiedlich sein. Und seitdem sehen wir auch den Abverkauf im Euro-US-Dollar aufgrund der Zinsdifferenz dann und das wird dann eingepreist aktuell, dass die EZB tatsächlich vor der FED cuttet. Aber ja, wir werden sehen, was am Ende tatsächlich rauskommt. Das ist natürlich schon, ich sag mal, anders als wie du gerade gesagt hast. Normalerweise reagieren ja alle anderen nach der FED. Sieht es dieses Jahr tatsächlich anders aus. Ne? Auch Bank of Canada hat schon Andeutungen gemacht, dass sie durchaus schon früher senken können. Wird spannend. Ja, also ich mal, mich würde es ja freuen, wenn man da so ein bisschen eigenständiger werden würde. Und von daher, ja, wäre eine schöne Sache. Schauen wir mal, ne? Aber wie du sagst, das ist ja etwas, wo man im Prinzip nicht genau weiß, wie es wird sein wird. Und ich bin da nicht deiner Meinung, dass deine Meinung schlechter ist als jetzt von irgendeinem Großen. Ich glaube, oder das sieht man ja auch in den Märkten, dass in dem Moment, wenn da Aussagen kommen, dass die alle so stark reagieren, weil es halt keiner gut einschätzen kann. Und Am ja, Ende aber ist das ist. meine Meinung ja egal, ne? Müssen wir ja reagieren, wie der Markt reagiert, beziehungsweise was der Markt macht. Und Ja, leider ja.
Darauf müssen wir schauen und was die Marktteilnehmer, die tatsächlich die Märkte bewegen, dann einpreisen und ja, versuchen, diese Welle mitzureiten, ne? So sieht es aus. Also schnell genug ist die Plattform, dass man da schnell reagieren kann. Also von daher Ja. muss man sich da im Prinzip keine Sorgen machen. Ja, aber es bleibt spannend, weil natürlich immer relativ viele Interessen da aufeinander prallen. Man will die Zinsen möglichst niedrig haben, dass die Wirtschaft gut wachsen kann, aber wenn es niedrig sind, dann hat man eine hohe Inflation. Und das muss man ja irgendwo dann Naja, ausgleichen können. du musst ja bedenken ja auch, warum die Yellen ja so viel Druck ausübt. Die müssen ja auch die Zinsen für die ganzen Zuschulden ja zurückbezahlen. Ja, genau. Bei diesem Zinsniveau fallen dann ein paar Dollars an, ne? Ja, also ich glaube, das ist ja so auch so ein Grund, warum die Lagarde sagt, dass sie möglichst schnell Zinsen senken will, weil natürlich gerade auch die hochverschuldeten Staaten in der EU ganz genau auch das gleiche Problem haben und sich natürlich freuen, wenn sie weniger zahlen müssen. Sie wurde ja auch darauf angesprochen, ob die EZB natürlich auch auf den Euro-US-Dollar-Preis schauen. Und wenn sie sagt, nein, machen wir nicht, dann werde ich vorsichtig für solche Aussage. Also von wegen machen Sie sich keine Sorgen, dann macht man sich erst recht Sorgen. Ja, genau. So, aber der Nasdaq macht aktuell noch nichts, also kämpft noch mit der Marke, muss nichts Schlechtes halten, heißen, typischerweise sollte die zweite Welle gerade bei so einem starken Abverkauf eigentlich etwas schneller gehen. Aber bei mir ist so Credo, dass die Analyse, die ich im Vorfeld mache, das ist für mich maßgeblich. Heißt also, ich ändere meine Meinung nicht unabhängig, was der Kurs halt hier macht. Ja, sondern ich warte ab, dass er hier unten hingeht oder wenn er tatsächlich oben hingehen würde, dass ich dann halt ausgestoppt werde. Aber ich würde jetzt meine Meinung, egal wie der Kurs läuft, was für eine Kerze käme oder was für ein Handelssignal käme, spielt für mich keine Rolle. Ich sage mir immer, die Analyse, die ich ohne Position mache, ist für mich besser und rationaler als die Analyse, wo die Emotionen ja noch mit reinkommen, wenn ich in einem Trade bin. Ja, und wenn ich jetzt nicht in einem Webinar wäre, dann würde ich mir also auch einfach hier über Handel den Alarm hinsetzen, ne, und hier auch entsprechend und dann würde ich aktuell gar nicht auf das Chart draufschauen. Und dann sieht man halt, ob er halt fällt oder nicht. Einfach, dass ihr so ein bisschen wisst, wie ich das so in der Praxis mache. Also ich bin kein Freund davon, einem Trade jetzt mal im Prinzip permanent zuzuschauen. So natürlich, wenn man sich auch ein bisschen über die Märkte unterhalten kann, dann macht das Spaß. Aber sonst, wenn man da seine Meinung hat und einen Trade drin hat, dann gibt es für mich keinen Grund, dass ich dann da groß drauf schauen brauche. Auch hier auch schon wieder geht's hin und her, auch noch keine ganz klare Richtung. Das auch nicht. Zwar vom Indikator auf Long gestellt, aber wir sehen es ja auch hier na, in keinster Weise Trendmarkt. Ja, Nvidia hat gedreht, ist mittlerweile im Plus. Microsoft sieht verhältnismäßig schwach aus. Apple auch weiterhin im Minus. Alphabet, ja, plus minus null aktuell. Nvidia ist gut, ist meine größte Aktienposition langfristig. Von daher, das, dann ist alles bestens. Das dann auch eine Aktie, die du halten wirst, egal welcher Preis noch kommt, oder hast du da auch irgendwann, wo du sagst, okay, hier bin ich bereit, dann doch abzustoßen? Das habe ich auf jeden Fall einfach halt, weil ich dafür auch aus der Vergangenheit oder was man bei anderen sehr guten Aktien sieht, dass die halt schon, selbst wenn sie einen super Lauf haben, komplett abverkauft werden können.
Ich denke da mal an PayPal zum Beispiel, habe ich auch gehabt. Habe ich aber auch dann, als sie einen stärkeren Rücksetzer gemacht haben, dann Verkauf mit einem guten Gewinn. Aber da hätte man also auch von, obwohl ich einen sehr guten Einstieg hatte, aber da hätte der komplette Gewinn, der wäre weg gewesen. Das sollte man meines Erachtens nicht riskieren. Aber trotzdem ist es so, dass ich bei so einer Nvidia mehr Luft gebe, als ich sonst machen würde. Einfach halt, weil ich halt weiß, dass gerade wenn es die größte Position ist, durch so ein Wachstum, dass halt solche, auf, sagen wir mal, von mir ist auch Übertreibung, die können halt sehr lange anhalten. Also bei Nvidia, eine Cathie Wood, die ist ausgestiegen Anfang 23, weil sie da schon gesagt hat, ja, die Aktie die ist zu teuer. War sie im Prinzip höchstwahrscheinlich damals auch. Aber trotzdem sieht man ja, dass die Aktie einfach halt steigt, steigt, steigt und steigt. Und natürlich in dem Moment, wenn man halt mit so einer Aktie hoch positiv ist, dann ist natürlich der Hebel, wenn sie weiter steigt, für das eigene Portfolio umso größer. Ja, also ich sage mal, von daher definitiv werde ich die Gewinne nicht komplett gegen mich laufen lassen. Aber ich möchte der Aktie schon auch mal ausreichend Luft zum Atmen geben. Also mal 10, 20% will ich locker aushalten können bei so einer guten Aktie. Einfach weil ich auch da fundamental sehe, dass sie, sag mal, für meine Analyse nicht zu teuer ist und der Weltmarktführer im Bereich KI-Chips ist. So, jetzt kommt zum ersten Mal eine Jetzt wollte ich gerade Rauchkerze. sagen, jetzt kommt dein Farbwechsel, ne? Genau. Das heißt also jetzt mal für einen von euch, wenn ihr sagt, ich möchte immer noch, schaut rein, dann wäre das jetzt der typische Einstieg, wenn jetzt Grau käme oder auch dann mit dem Grün kommt und dann es wieder den Farbwechsel gibt auf Rot, dass man dann mit dem nächsten Schwung sozusagen einsteigen kann. Und das ist so, wie ich es typischerweise mache. Aber ich hatte ja gesagt, für mich, ich habe tatsächlich so einen starken Abverkauf, den Rücksetzer, das sind für mich Muss-Einstiege, ne? Also unabhängig, ob der Trade jetzt läuft oder nicht, aber den würde ich halt immer wieder machen wollen, ne? Gerade halt auch, wenn sowas zur Haupthandelszeit kommt. Langsam weiter long. Tut uns wahrscheinlich auch. Für den Dow noch relativ wenig Marktbewegung drin. Da sind ja 100 Punkte eher sowas für 5 Minuten. Auch noch relativ ruhig. So, Frage kommt, was die Kleinstpositionen, die man im US 500 und im US 30 und im US Tech teilen kann. Also beim Dow Jones ist es jetzt hier im großen Kontrakt eine Menge. US 500 meine ich auch. Nelson, es gibt aber, oder kann man da auch noch im Prinzip kleiner handeln? Ich glaube, Ah ja, da man kann auch kleiner handeln, gibt ja. noch einen Mini-Kontrakt, ne? Ja, Korrekt, ja. kann man, glaube ich, also dann kannst du bis 0,1 Kontrakte runter. Ja, richtig. Ja, und beim US 500, ich glaube, da macht es wenig Sinn, weil der hat ja nur 5.000 Punkte. Also da kann man dann wahrscheinlich mit einem Kontrakt, also da wüsste ich jetzt nicht, dass es da einen kleineren gibt, ne, bei dem Hast S&P du richtig 500. gesagt, ja. Im US30 gibt es ein extra Symbol, heißt US30 Mini, und da kann man auch die 0,1 handeln. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt im Webinar nicht mehr jetzt im Prinzip so schnell, dass wir jetzt da nachziehen können. Ich will es mal ganz kurz, ja, zeigen, wenn ihr rausgeht aus dem Webinar, einfach, dass ihr wisst, was ich mache.
Also ich möchte den Stop-Loss auf Entry nachziehen, wenn der Kurs hier unten hinkommt. Dann würde ich also das entsprechend hier runterziehen. Und den Take-Profit, der liegt hier unten. Ja, wie gesagt, da aber bitte schon aufpassen, wenn wir hier in die Nähe kommen, also so ungefähr auf die, jetzt messe ich mal eben ab, dass wir das wissen, also wenn wir hier so auf die 17.335 kommen. Und wenn er hier drehen sollte, also da rausnehmen, das, was ich immer ganz gern mache, dass ich da kein Take-Profit hinlege, weil wenn wir Glück haben, richtig, weil wenn wir hier im Prinzip Glück haben, bricht er halt durch und geht im Prinzip weiter halt nach unten. Deswegen liegt also der Take-Profit jetzt hier. Aber der Zielbereich, den ich anvisiere, mit dem ich auch zufrieden wäre, ist dann hier so der Bereich hier. Dass ihr das wisst. Ansonsten, wenn er halt hochläuft, dann haben wir natürlich auch die Verlustbegrenzung, die für mich immer sehr wichtig ist. Die ist dann hier oben drin. Und wir hatten es ja ausgerechnet, dass das genau ein halbes Prozent vom Konto ist. Ja, von meiner Seite dann vielen Dank, Nelson, dir auch danke für die Interaktion, dass man sich da ein bisschen austauschen kann. Finde ich immer ganz interessant, wenn man mehrere Sichtweisen sehen kann. Und wünsche ich allen eine schöne Restwoche und freue mich, wenn ich euch beim nächsten Webinar wiedersehen kann. Super, vielen, vielen Dank, Marc. Schließe mich hier den Feedbacks hier im Chat an. Ja, hier ist noch eine Frage bezüglich Instrumentenliste. Also Sie sehen ja hier auch auf der Plattform links die Marktübersicht. Da kann man entsprechend auch auf Symbole klicken und dann alle Symbole, die wir zur Verfügung stellen, in die Liste entsprechend reinladen und das können Sie dann handeln. Ja, abschließend nochmal eine gute Frage. Ansonsten, ja, vielen Dank für die Teilnahme. Vielen, vielen Dank für das Interesse. Viel Erfolg heute und natürlich morgen noch. Und unser nächstes Webinar ist, glaube ich, 2. Mai. Da würde ich mich freuen, wenn Sie wieder teilnehmen. Und bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Position auf. Bis next. Ciao, Marc. Jo, tschüss.